Hallo und willkommen zurück zu unserem Let's Play Chrono Cross mit John McLeod, hallo. Und Midi Vanilli. Yeah. Ja, das sind wir nun. Das letzte Mal waren wir ja in diesem, ja, wir sind immer noch im Anwesen, haben den Keller ein bisschen durchleuchtet, kommen aber hier ohne Erlaubnis nicht großartig weiter. Haben jetzt eigentlich die große Wahl zwischen rechts und links. Rechts war ein großer Golem, links war eine Treppe, die nach oben führt. Was meinst du? Also ich würde sagen, wir gehen trotzdem erstmal nach rechts. Okay. Vielleicht ist der Golem ja nett, weil wir sind ja eigentlich immer noch inkognito. Darf ich da durch, Golem? Kann ich mit dir reden? Glu-glu. Wird. Okay, er lässt uns nicht durch. Ich probier's nochmal. Nee, okay, keine Chance. Okay, und was bewacht ihr? Das ist the treasure where, dude. Da will ich rein! Schätze! Kamosch, halt, Kamosch! You must have a special permission to enter. Menno! Oh oh. Oh, what's with you guys? Oh, oh. Play the password. Oh nein! 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 Okay, gut überlegen. Okay, I don't know, long live General. Hey! Oh, correct! Was ist dein? Was ist dein Trank? Weil wir immer überlegt haben, wie gut ist das denn? Geil! You may enter! Oh, unsere schlechten Englischkenntnisse haben uns das gerettet! Wir haben zu lange gebraucht, Leute! Oh. Wir müssen okay. Aber aufpassen, weil es sind hier, glaube ich, auch ein paar Fallen versteckt. Okay, aber jetzt, was macht die denn? Oh, this is great. Milli, ganz ruhig, jetzt mach nichts Unüberlegtes. But it looks like the frozen flame ain't here. Ah, oh, well. Let's just take what's here. Können okay, wir gerne machen. Also ich weiß nicht, diese Halskette, die sieht gefährlich aus. Ja. Ich weiß nicht warum, aber wir holen erstmal die kleine Kiste. Ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen extra gerendert ja. ist. Ich glaube, das Ding kippt dann um, wenn wir die Halskette so eine Drehfalle, ne? In einen anderen Raum oder sowas, ne? Ich glaube, die Kiste könnte wieder ein Mimic sein, wenn ich mich nicht irre. Okay, warte mal, wir gucken erstmal, was gibt's hier noch? Aha, was haben wir denn hier? Ein Schild, eine Waffe und eine Rüstung. Okay. Das wirkt alles sehr mystisch. Kann ich mir das Bild genau angucken? The vase is actually... Was? Was? Jetzt gucke ich mir das unscheinbare Ding zuerst an und es ist was? Ne Killervase. Yeah! Mit Qual-Dingern. Irgendwie erinnert mich das gerade an Qual. Na toll, Potti. Okay, ey, wie gemein. Ich denke mir nichts dabei. Ich kämpfe gegen eine Vase, ey. Es ist unfassbar. Die will ich bestehlen! Die hat bestimmt was Tolles Indus. Hoffentlich überlebt die noch bis zum Stehlen. Sieht gut aus. Na, krubbeln scheint sie noch nie. Zu müssen. Was macht sie denn jetzt? Was macht die jetzt? Da kommt ein Genie raus! Ach du. Ist das jetzt ein Boss oder was? Jetzt eskaliert es. Ach du Kacke! Okay, das. Oh, aber hallo! What the hell? Eine Wunderlampe, jetzt kapiere ich das erst. Okay, Moment, ich will wissen, was er sonst noch hat. Und jetzt Cloud Genie, das wäre toll, ne? Da sieht man halt wieder, wie viel Liebe im Detail das ja. steckt. Man denkt halt an nichts Böses, wenn man die Vase anguckt. Genial! Und dann Schinn drin und... Capsule, was war das nochmal? Das ist halt so eine Heilung. Ich glaube, das müsste eine Giftheilung gewesen sein, weil die Tablets, die heilen ja, glaube ich, die HP. Okay. Und müssten die Vergiftung oder so aufheben. Cool. Ach, schön, ich liebe das Spiel. Wirklich, hier kann man mein Chip raus. Ey, der hält aber was aus, der Genie. Warum habe ich mir die Wunderlampe angeguckt? Wirklich eine Magie. Komm, Finale. Haut drauf, dann geht, muss die Vase doch kaputt gehen. Echt mal. Und ruf. Nö, die bleibt stehen. Die ist widerstandsfähig, die Vase. Unfassbar. Komm schon. Aber jetzt krubbelt da. Barspecher plus one. Hopp, hier raus mit. Na, endlich. Ah, oh, super. War auch ein schöner Schaden. Was kriegen wir denn dafür? Nee. Spoils found, gar nichts. Hm. Na gut. Ah, jetzt turn red. Mhm. Oh, sehr gut. Ja, nehmen wir gerne. Kann ich nochmal anquatschen, die Vasen? Nee, jetzt war es das. Okay. Zu krass. Okay.
Bleiben wir mal trotzdem bei der Taktik, das Unscheinbare zuerst angucken. Zum Beispiel das hier. Ne, da geht nichts. Okay. Dann gucken wir uns mal die Proteste an. Was meinst du? Was gucken wir uns zuerst an? Waffe, Rüstung, Schild? Schild? Okay, gucken wir mal unser Schild an. There's a shield. Take it or leave it alone. Ah. Voll Kingdom Hearts Style so. Ja, ne? Für was entscheidest du dich? Und als nächstes, was willst du überhaupt nicht? Aber ich glaube, es öffnet sich immer wieder eine Falle bei denen. Da würde ich sagen, nimm mal noch die Schatzkiste mit, weil das müsste nochmal ein Mimic sein. Okay. Aber also dann haben wir eine Chance, was zu cachen oder... Oh. Also sollen wir hier erstmal weggehen und erst die Schatzkiste holen? Ja, weil okay. Ich glaube, es öffnet sich immer eine Falle bei den drei Sachen. Ach so, meinst du? Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, Mimic. Vielleicht haben wir ja diesmal Glück. Wollen wir die Taktik diesmal angehen, dass wir nochmal das Gleiche probieren? Ja. Also die Große. Also die Große. Und es ist wieder nichts. Mal gucken. Obwohl ich das Glückskleeblatt neben mir stehen habe. Tja, irgendwie funktioniert es nicht ganz, ne? Aber vielleicht jetzt. Bam. Und. Bitte, nein. Er macht was anderes. Er sagt nichts. Ja, das ist ein Schatz. Ja. Danke. Yes. Das ist super. Yay. Rams. Schön, so schnell kann's gehen. Jetzt haben wir mal beide Varianten gezeigt. Doch, super. Und wir bekommen 125 Gold. Und Aerosaucer. Super. Mhm, okay. Schön. So, kann man hier noch was machen? Gewohnt. Okay, jetzt Halskette oder hier rumwürsteln? Entscheide du. Ja. Ich probier's mal mit der. Ich probier's mal mit der Rüstung hier. Komm, nimm mal mit. Bronzemail. Hat geklappt, okay. Oh, super. Jetzt nehme ich das mit. Total. Hero's Shield. Jetzt nehme ich das mit. Bronzesword. Alles cool. Ich lebe noch. Okay, gut. Oh, ich lebe noch. Okay, dann ist es wirklich nur die Kette. Ja, die wir jetzt natürlich auch gnadenlos austesten werden, ne? Nur, weil wir kommen in... Also, das müssen wir sowieso machen, also... Kriegen okay. Ja dann. Wir können den Charakter. Die ist ja so auffällig, mal ehrlich. Extra gerendert worden. Ah, was können wir denn da alles machen? Take it, was heißt das? Vorsichtig oder nervös? Vorsichtig, nervös oder einfach danach krabschen. Okay. Oder zu viel Angst, um es zu nehmen. Wir nehmen es natürlich vorsichtig. This must be some kind of the trap. We should leave it alone. Whatever, just grab it. Das ist so klar. Das ist so typisch Millie. Hier. Und wir haben das Silver Pendant. Und? Ja. Zack. Müllschlucker. Falle. Oh oh. Aber da, hierhin wollten wir. I told you. Just a minnow slip up. But look, we got the treasure. Ja, immer positiv sehen. Wir haben alles abgegrast, was nur ging. Oh. Was ist das denn? Quiet! Den müssen wir rauslassen. Den da ganz hinten. Ach ja. Yujupi! I see that you are not really dragoons. Oh Gott. Actually, we are just... well... No matter. Come out. Okay. Ist ja nett. Ich glaube, der hat auch so einen französischen Akzent oder irgendwas war da. Hm. Ja. Genau, sie können wir nämlich später auch holen. Also, ich denke mal, das ist kein Spoiler, wenn ich das sage. Ja, wir wissen das ja mit den Avatar-Bildern. Hm. Who are you? And why are you helping us? We've said anything about helping. Oh, Versuchsobjekt. I'm the scientific genius of Vipermania. Please call me Lucien. Lucien, okay. You will all be my genie pigs. Ich muss jetzt gerade aber auch ein bisschen an Luca denken. Das ist so von der Profession her, aber egal. Finish them. What? Nein, was ist das denn? Zwiebelritter? Von mir hält sich die Haut. Oh Gott, wir kämpfen gegen den Zwiebelritter. Gegen zwei sogar. Oh, schön. Wir haben erst den Flaschenschirm besiegt und sind ja wohl die Zwiebelritter.
Ja, ich kenne keinen Halten hier, aber auch die möchte ich bestehlen. Vielleicht kriegt man ja eine Zwiebel. Wie sind die in Neo? Kriegt man den einen schon Blatt? Ne, die halten auch wieder ordentlich was aus hier. An der Stelle möchte ich mal kurz so eine Zwischenfrage an die werten Zuschauer stellen. Ihr wisst ja, ihr werdet eingebaut in das Spiel, zumindest die Kommentarschreiber und manchmal auch ein paar Freunde meinerseits. Bei manchen Kommentarschreibern sind wir uns ein bisschen unsicher, welchem Geschlecht ihr anhört. Das klingt jetzt blöd, aber ist halt so. Vielleicht, also da, wo es nicht eindeutig rauszuhören ist, vielleicht könntet ihr mal euer Geschlecht kundtun, nicht, dass wir euch eine Geschlechtsumwandlung antun, eine ungewollte. Obwohl wir das schon bei Spyro gemacht haben, indirekt. Ja, aber bei Spyro war es Absicht. Oh. Nee, aber wen haben wir da? Also liebe Grüße zum Beispiel an Fennast. Fennast ist halt so ein Name, da weiß ich nicht so, könnte alles sein. Und falls ihr euch da auch ein bisschen angesprochen fühlt, hast du noch ein Beispiel? Ich weiß jetzt nicht mehr. Nee, also von, doch, ihr harte Kohohiba. Kohohiba ist weiblich, das weiß ich. Okay. Aber falls, vielleicht habt ihr ja auch ein weiblichen Namen seid männlich oder ihr habt einen männlichen Namen seid weiblich, in dem Fall klärt uns bitte auf, ansonsten, wenn ihr es nicht tut, dann tut's uns leid, dann seid ihr halt irgendwie anders. Aber das... Eine kleine blaue Alien. Ja, so in der Art. Genau. So, die Zwiebel stirbt nicht, also irgendwie... Na gut. Aber die kuppelt schon. Erstmal durch die ganzen Schalen kommen, ne? Das ist... Was, die kann Waschhacker? Okay. Die sind gar nicht mal ohne. Wenn ich gerade so auf die HP gucke, die muss ich ja ernst nehmen hier. Ich muss jetzt mal... Okay, ich werde da jetzt doch mal Magie raushauen. Recover all vielleicht scheinbar. Dann sehen wir das ja. Mal. Oh ne, er macht's schon wieder. Okay. Okay. Oh nein, wir haben das Revive noch nie reingenommen. Ja, das haben wir wirklich noch nicht reingenommen. Shit, ey, was haben die drauf? Jetzt können wir auch nicht klauen. Nein, aber eine Zwiebel ist schon tot, aber es ist jetzt trotzdem blöd, die andere ist ja noch voll. Wir müssen das Feld unbedingt ändern, das ist alles grün. Ja, das werden wir jetzt. Unbedingt Magie ein, deswegen hat es jetzt zu viel abgezogen. Stimmt, ja, das wird ja immer stärker, verdammt. Okay, das werden wir jetzt gleich mal ändern. Überhaupt nicht drauf geachtet. Nee, jetzt durch das ganze Gelaber, ne, ist total... Ah, oh, herrje, okay. Recover all, die mache ich jetzt trotzdem auf die beiden. Na naja, gut, das war jetzt blöd, ich hätte erstmal... Und da liege ich. Obwohl, boah, die Heilung ist ja echt stark. Waschbecher, ja. Ja, Medium. Ist auch Medium. Ah, ist aber trotzdem ein heftiger Schaden, obwohl das... Alter. Field jetzt überhaupt nicht auf grün war. Das wird jetzt ein Problem, glaube ich. Aber okay, wir geben nicht auf. Element, ich glaube, ich heile nochmal. Und mit Dash und Slash würde ich vielleicht angreifen, ha? Aber, John teilt ja am meisten Schaden aus. Aber ja, okay. Jade müsste ja erst noch drankommen, stimmt. Weil Jade muss ich unbedingt heilen, sonst liegt er als nächstes. Ah, da haben wir jetzt echt ein bisschen nachlässig eben, aber okay. Hätte nicht gedacht, dass sie so einiges aushalten hier. So. Du machst jetzt noch einen Zweierangriff und dann heilst du dich bitte. Ich hoffe, er hatte eine Heilung. Aber eigentlich haben wir darauf ja relativ geachtet, dass jeder... Genau. Heals the Medicine war, glaube ich... Ah ja, genau. Mhm. Oh nein, er hat keine Heilung dann. Das ist also, lass mich mal kurz lesen, bitte. Ointment. Nee, das brauchen wir nicht. Und das Medicine. Nein, verdammt. Wir haben keine nicht, Heilung, ne? Für ihn. Nee, ist nicht. Das heißt, dann muss er angreifen und dann. Ja. Muss oh Gott. Heilen. Oh Gott, wir machen es jetzt aber auch schwer. Vor allem, wir haben ewig lang nicht mehr. Ah, doch, wir haben erst gespeichert. So lange ist es jetzt auch nicht her. Aber trotzdem, ich will jetzt hier nicht sterben. Oh Gott, Peuchengas. Oh, bitte. Oh nein. Oh, Miss. Oh, Gott sei Dank, Miss. Oh, oh John. Ah, das ist das Schlimme. Er ist eh voll. Ja. Okay, dann soll er jetzt erstmal angreifen und dann Jay teilen. Das Gegengift, das Gift nehme ich jetzt ein. Oh mein Gott, wir haben's. Wäre jetzt fast schief, wäre jetzt fast peinlich geworden. Ja! Ey, da bringt uns die Schrulle so zwei Zwiebelritter. Aber das war auch ein Bosskampf. Okay, das erklärt wieder einiges. Dann ist ja gut. Wir müssen unbedingt das Revive reinmachen. Das ist so ärgerlich, dass Millie jetzt keine Erfahrung bekommen hat. Ja. Naja. Gott, verdammt! Aber ich habe ja auch selber nicht drauf geachtet. Wonderful! You have exceeded my expectations by defeating my bulbs. Now, please leave.
Okay. Ja. Sonst, ja, ich, oh Gott, der Zustand bleibt auch mal gut zu wissen. Ja. So, das gibt uns jetzt Grund zum Anlass, jetzt das Revive zuerst mal reinzuhauen. Das ist garantiert ein weißer Zustand. Ja, natürlich. Und es ist Level 1. Echt nur 1? Okay. Ja, und es bringt halt jemanden zurück und das war's halt so. Okay. Na, also ich glaube, es gibt auch ein bestimmt einen HP-Wert, den das Mo wiederherstellt. Wie ihr seht, nach dem Kampf sowieso, Millie ist wieder fit. Mit 1. Natürlich müssen wir es jetzt noch heilen. Fit ist relativ, ja. ach komm, wir haben so viele Tablets, jetzt schmeiße ich die mal hier in die Runde. Genau, hopp, hau raus, wir haben es doch. Genau, und Capsule heilt dementsprechend dann gelbe Zustandsveränderungen. Mhm, Rest von HP. Doch, nee, das heilt eine... Medium. Maß an HP. Mhm. Das ist doch hart. Sollte ich jetzt vielleicht nicht, dass sowas nochmal passiert. Ich gebe das jetzt mal ihm. Der hat da eh noch frei. Dabei 3. Komm, Capsule, komm hier, her. Aber das Capsule kann man nur einmal verwenden, ne? Ja, aber gut, für Notfälle. Okay, ja. Gut. Okay. Ah, nee, das Gift noch weg, das Gift. Dieser Stress. Mit was? Ah, Antidot natürlich, was sonst? Oh. Und tschüss. So. Meine Güte, sind wir wieder frisch und ja, ist sonst noch was zu melden? Ja, nach Ding. Achso. I must input this battle data for future study. I'm busy. I will let you go. Now leave. Okay. Ja, wir müssen dann später wiederkommen, um sie zu rekrutieren. Ja, gerne also, doch, aber wir gucken uns mal. Das ist wieder so ein knuffiges Ding, ey. Was ist das denn? Mastery Life Form. Hi, I'm Pete. Oh Gott. My view is to sail the face sea someday on a big, huge ship. Ich will dich haben. Ich will dich knuddeln. Would you mind opening this cage quite a wee? Natürlich öffnen wir den Käfig. Thanks, I'll make my escape later. Till we meet again. No. Okay. I will pursue my dream and see the world. Ja, okay, Käfig geöffnet, wird garantiert noch schöne Folgen haben. Was bist du für ein Grüner? Kann ich mit dir reden? Hallo? Kann ich dich öffnen? Nein, ich kann nichts machen. Und du? Auch nicht. Ah, Wahnsinn, ne? Nur weil wir dieses blöde Silber-Dingsbums genommen haben, sind wir hier gelandet, haben das alles hier erlebt. Das ist, ich finde das so episch, ganz ehrlich. Das hätten wir halt alles verpacken können. Mhm. Huch. Wait. Was? I'm extremely interested in all of you. I cannot leave right now, but come by when... when you need my help, I'm willing to help you. Ah, da hat es jetzt auch gerade angeboten. Ach, sehr schön. Dass sie uns helfen will. Also, oh, I'll be waiting. Na, da kommen wir doch gerne zurück. Irgendwann. Ist halt gerade beschäftigt, aber wenn wir wieder Zeit haben, können wir gerne kommen und sie... Oh, das Auge. Ja, am Golem vorbei, aber jetzt dieses mystische Auge. Ich weiß nicht, mag trotzdem... Ich glaube, es enttarnt uns, wenn wir vorbeilaufen. Okay, dann warten wir, bis es... Sie schließt. Jetzt. Yeah. Gut gemacht, aber was ist hinter der Tür? Ich glaube, das Auge wechselt auch. Es wechselt, meinst du? Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, ist es dann weg? Nee, ne? Oder kann ich durch die Tür, wenn es zu ist? Könnte vielleicht auch sein. Das probiere ich mal. Okay, jetzt hat nicht geklappt. Noch einmal. Jetzt. Ja, es geht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Kisten! Oh Gott, und wieder so komische Drehdinger. Ein Bronzehelm. Stimmt, wir haben ja noch ein Bronze, 2 Bronzehelme, die können wir noch ausrüsten. Genau, ich glaube, den einen habe ich Millie schon gegeben, das letzte Mal. Mal gucken. Ja, genau. Wer hat noch keinen Bronzehelm? Jetzt haben, glaube ich, alle einen Bronzehelm. Ne, ich habe einen Ivory. Was ist besser? Ich glaube, Ivory ist besser, ne? Ich dachte Bronze, oder? Gucken wir nach. Gucken. Oh ja, okay. Tatsächlich. Okay, dann nehmen wir das natürlich. Wir haben noch mehr Zeug, sehe ich gerade. Dragon's Honor haben wir bekommen. Oh, improves Attacks Power, Hit X Prozent und Magic Power. Sehr geil. Geil. Eine mit... Dann kann ja jemand dieses Kneepad bekommen.
Ja, oder ich mache hier das Kniepad noch rein, dann ist er richtig episch drauf. So, jetzt natürlich noch bei den anderen Charakteren mal gucken. Wer hätte denn noch gerne das hier zum Beispiel? Slide Increased. Ah ja, genau, das mit dem Gold. Ja, rein damit. Und das Silver Pendant. Was? Magie Defense. Schön. Läuft. Ja, okay, aber hier jetzt. Wir haben wieder diese zwei komischen Dinger und wir haben hier Ritter. Und einer hat kein Schild und hier hängt ein Schild. Ich glaube, wir müssen erstmal diese eine Figur auf das andere Podest da. Oh ja, das ist doch eigentlich so ein typisches Resident Evil Rätsel jetzt, ne? Ah, super. sowas von. Ganz fantastisch. Aber sowas von klassisch. Weil, ich keine Ahnung, vielleicht, wenn wir jetzt zuerst das Schild nehmen, passiert irgendwas Böses. Ich glaube nämlich schon. Aber jetzt kriege ich das irgendwie nicht um die Ecke. Look like you can push it. Ja, irgendwie hängt das gerade fest. Warte mal. Das hängt irgendwie im Pixel hängt gerade. Nochmal. Ich muss noch ein bisschen auf die Seite. So, jetzt müsste ich es rüberkriegen. Aber das war auch damals bei Resident Evil schon eine Pixelarbeit. Ja. Ich erinnere mich. Aber sowieso witzig ist, dass sie alle halt nur in der Lage sind zu schieben, aber nicht zu ziehen. Ja, ne? Ziehen, absolut das Mysterium bei Resident Evil und auch hier in dem Spiel. Jetzt kriege ich... Oh nein! Das war nicht gut. Ich habe so ein Dödöd bekommen und Gegner. Warum? Und hätten wir das tauschen können, hätten wir das andere noch wegschieben können, ne? Oder? Jetzt ist eh zu spät, jetzt können wir Gegner machen. Naja. Okay. Ach, los. Da haben wir uns ein bisschen zu einfach gedacht. Fallen. Ah. Na also gut. Das ist einmal das Resident Evil-Denken ausgetrieben. Ja, ne? Also nicht da mit primitives Schieben da. Und Gift aus irgendwelchen Löchern. Bei Square läuft das anders hier. Zumindest damals lief es noch anders. Ja, immer wieder ein bisschen Squared-Wissen, ne? Muss sein. Ach Gott, das wird alles noch ganz witzig werden. Aber ich beobachte mit Freuden dieses, ach Gott, wie heißt es jetzt wieder? Final Fantasy... Ach nee, ich krieg den Namen gerade nicht hin. Das, was du erst... Wie? Type Zero? Ja, genau. Das sieht doch mal ganz gut aus, also was man ja, so sieht. Ja, das ist auch das Ähnliche, worauf ich mich freue, ey. Diese doofe Demo können die voll behalten. Ja. Ich hab so keinen Bock auf Final Fantasy 5. Kannst du den Worte fassen? Macht mich so aggressiv. Vor allem, weil dadurch, dass sie ja jetzt den Nomura halt abgezogen haben, also letztes Jahr ist ja nur schon eine Weile her, dass sie den abgezogen haben, macht er das Tabate jetzt und der will das Spiel natürlich jetzt so schnell es irgend geht, rausballern, ne? Es nimmt halt die Änderungen, also wirklich Änderungen vor, wo ich einfach nur kotzen möchte im Strahl. Bei 15 meinst du jetzt, ne? Ja, dass man halt zum Beispiel nur die ganze Zeit mit dem, wie hieß du denn, der Sasuke-Verschnitt. Wie hieß er denn? Ich weiß auch nicht. Aber der Typ halt, ihr wisst alle, wen ich meine, den Hauptcharakter. Ja. Dass man nur noch mit dem spielen kann. Ich krieg zwar noch drei andere Typen, ne, drei andere androgyn, steroide, fressende, ewig gleich aussehende Charakter vorgesetzt. Aber ich darf halt nur Dings spielen. Ach, ich weiß nicht, wie er heißt. Ach, sieht man halt live. Noctus. Noctus, genau. Ich habe echt Angst vor FF15, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wie lange ist das her? 6, 7 Jahre jetzt schon, wo sie zum ersten Mal... Duke und Square Enix. Da hieß es ja noch FF Versus 13, wo dieser geile Trailer erst noch kam, wo ich mir dachte, hey, das sieht doch viel interessanter aus wie 13. Das haben sie irgendwie alles zeitgleich gebracht und dann war es so ewig lang still und dann haben sie wieder einen Trailer gebracht und ich dachte mir nur, oh Gott, was ist denn das für eine Quicktime-Action? Und dann, nee, also ganz ehrlich, ich habe echt Angst. Ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht drauf freuen. Also ich glaube, da werde ich wirklich Type Zero ein bisschen... Ja, Type-Zero habe ich halt echt noch Bock drauf, also richtig Bock, weil ich habe dann, als damals dieses, kann ich jetzt noch irgendwas machen? Nee, ne? Ah, es tut mir leid, ein dekoratives... Ich nehme jetzt mal das Schild, ich weiß ja nicht, um gucken. Ja, wir können ja mehr als ein dekoratives Schild bekommen. Okay, jetzt hänge ich das da ran. Jetzt kommt bestimmt das nächste, Vielleicht. Achso, ich muss das machen, ja. Take, wo ist es? Da. Schnief. Und jetzt? Toll! Super, Leute! Ich hab's ja voll drauf heute! Ja, natürlich! Eieiei, aber vielleicht lohnt sich denn, wir bekommen einen schönen... Meinst du? Wir wollten... Leute,
Das ist alles nur für euch. Wir wollten euch unbedingt alles zeigen. Ja, so macht man's nicht. Denn in Wirklichkeit muss man zuerst die, keine Ahnung, schieben und dann das holen und dann das und was weiß ich, wie es richtig geht. Oh Gott. Cool, aber trotzdem irgendwie cool. Oh ja. Ach Gott. Ja, jedenfalls, ja, als sie das dann damals rausgekommen, also damals, ich weiß gar nicht, so im Juli, Juni oder so, wo dann diese Fanübersetzung endlich fertig war und rauskam, war ich halt, muss ich ehrlich zugeben, zu faul, um mir halt irgendwie diese gepatchte Version halt zu ziehen. Und dann kam das, hieß es ja schon Wochen, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen vorher, bevor das fertiggestellt worden ist, dass es doch auf der E3 eine Nachricht zu Type-Zero geben wird. Und da konnte ich mich schon vorstellen, dass es doch jetzt bestimmt in den Westen kommt. Ich habe sich ja auch vorher überhaupt nicht echauffiert, Square Enix, als diese Fanübersetzung rausgekommen ist, was ja eigentlich sehr Square Enix untypisch ist, ne? Ja. Dass die halt nichts dazu sagen. Und dann kam es halt wirklich so ein Tag oder zwei Tage, nachdem die dann rausgebracht worden ist, die Fanübersetzung, hieß es ja dann, dass Type-Zero eben auf HD geremastert wird. Und ich dachte, das ist so ein Bitch-Slap für die, die sich halt jetzt wirklich jahrelang hingesetzt haben. Ja, eben. Das ohne Bezahlung halt Fan übersetzt haben. So ein richtiger Bitch-Slap. Und die richtige Klatsche kam ja dann, ich glaube, noch eine Woche danach, wo er dann auf Square gesagt hat, dass die doch den Patch runternehmen sollen. Ansonsten gibt es rechtliche Konsequenzen. Na toll, ey. So also richtig mies. Richtig mies. Ja, das ist so typisch, ey. Das gar nicht. Aber ich dachte mir dann am Ende, als dann hieß so, ja, kommt halt jetzt diese Remaster-Version, da war mir halt von Anfang an klar, dass ich mir die hole, weil ich halt wirklich zur Zeit überhaupt nie an Japanisch ran kann. Da kriege ich die Krise. Mit dieses Overacting, was halt dann immer da dran hängt. Also ich will ja nicht sagen, dass Japanisch eine schlechte Sprache ist oder so, aber mir geht halt zur Zeit wirklich dieses Overacting so auf den Sack. Also würde ich halt gerne ein Spiel spielen, mit auf einer Sprache, die ich halt auch verstehe, weil es bringt halt nichts, wenn die halt oben irgendwas labern und schrafft halt nie, ne? Muss halt dann unten wie gebannt an den Subs hängen und kriegt natürlich in dem Moment auch nie mit, was oben passiert, wisst ihr? Ist klar, ja. Ich finde das so witzlos und deswegen bin ich da auch ganz froh, dass es jetzt noch seine englische Übersetzung bekommt und dann mir vollkommen wurscht, wer da spricht, Hauptsache es wird in der Sprache gesprochen, die sehe ich genauso. So, mal gucken, was haben wir denn? Gravity Blow. Oh, das ist, glaube ich, ein Zauber. Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist, glaube ich, eine dunkle Magie sein. Cool. Haben wir nämlich relativ wenig von dunklen Magien bisher. Ja, Wahnsinn. Nur noch ein Ritter. Boah, ich sehe es jetzt echt schon kommen. So Shitstorm incoming. Ja, das kann doch nicht sein. Und Japanisch ist doch... Das ist doch nur die Originalsprache. Ja, gut, Geschmäcker sind unterschiedlich. Also ich, ich weiß nicht. Also das mit dem Overacting, das war ja schon immer so ein gewisses, fast schon Markenzeichen, wenn es irgendwie um japanische Synchro geht und so. Irgendwie kommt mir das immer so vor. Oder vielleicht hören wir es auch nur als Overacting, ich weiß ja nicht. Ja, nee, ich finde das schon cool, dass die da so ein Engagement reinlegen und dann so wirklich die Charaktere leben. Ich meine, ich liebe ja auch wirklich die japanische Synchro von Neon Genesis Evangelion. Da kommt ja nur wirklich nichts rein. Die Szene, als Asuka dann in ihrem Evangelion sitzt und Spoiler vom Longings Bär getroffen wird. Dieser Schrei, das ist einfach nur awesome. Das klang in Deutsch nicht so und das klang halt auch im Englischen nicht so. Aber im Japanischen war das halt echt perfekt so. Das hast du ja voll abgenommen. Aber mittlerweile ist ja wirklich jeder zweite Anime aus entweder weinerlich vom Charakter her oder diese vollkommen gleichgültigen Stimmen, die sie dann haben. Genau. Oder halt Rumgeschreie. Oder diese übelst tiefen Männerstimmen. Stimmt. Weil ich hier wild umher gestikuliere und niemand sieht. So, mit dem Kerl rede ich noch. Watch out for traps, don't touch anything. Ja, zu spät, zu spät. Ja, ich glaube, wir haben alles Erdenkliche falsch gemacht in dem Raum. Also wir haben auch jetzt nichts bekommen und gar nichts. Schade drum, muss ich sagen. Aber so ist es manchmal. Und leider ist es auch so, dass der Part schon wieder voll ist. Ach
Mann. Ja, also Treppe hoch, links und rechts, wir haben... Oh Gott, ja, okay, ich gehe noch da hoch. Ich werde mich so positionieren, damit ich weiß, ja, wir wollen jetzt in diese Augentür rein. Oder machen wir die, nehmen wir die jetzt noch schnell mit, bevor es das nächste Mal schief geht. Ja, okay, hast recht, sonst weiß ich nicht mehr, was macht man denn da? Geh mal lieber noch schnell rein, das war echt knapp. Oh, Mizi, die muss ich noch anreden. Katzi! Hallo! Hey, und wer schläft denn da? Der Dragoon von vorhin, oder? Ich hol mal seine Kiste. Oh. Oh! Nein, nein, wir haben bleib liegen, wir haben keine Zeit mehr. Nein! Dann gibt's halt einen Cliffhanger. Er ist noch nicht ganz wach, ich könnte es nochmal probieren. Only I can open that! Ob das stimmt! Oder eben nicht. Mehr. Sehen wir das nächste Mal bei Let's Play Chrono Cross. Bis dann, ciao!